Ein Beitrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen. Drei Fragen an Frau Magister Anna Steiner, Historikerin am Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung. Einen schönen guten Tag, Frau Magister Steiner. Guten Tag. Was genau macht das Boltzmann-Institut? So, unser Institut, das Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung, beschäftigt sich mit den vielfältigen Folgen von Kriegen und Konflikten des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel mit Kriegsgefangenschaft, Zwangsarbeit, Kindern des Krieges und so weiter. Spuren von Kriegen sind ja oft auf den ersten Blick nicht sichtbar, aber auch Jahrzehnte später noch spürbar, zwar im privaten und im öffentlichen Bereich, in der Politik, in der Wirtschaft, im sozialen, im humanitären und im kulturellen Bereich und natürlich auch in einzelnen individuellen Biografien. Diese Folgen werden am Institut untersucht, oft mit unseren internationalen Partnern. Die sind vor allem in Russland, in Deutschland und in den USA. Daraus sind zahlreiche Publikationen entstanden. Gerade im November gedenken wir der Toten und aller Heiligen, aber vor allen Dingen auch der gefallenen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland gibt es den Volkstrauertag. Hat sich nach der Beobachtung Ihres Instituts etwas verändert in der Art und Weise, wie wir der gefallenen Soldaten gedenken? Auf jeden Fall, ja. Das Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs wurde mehrfach umgedeutet. Heute wird die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in Österreich, wie auch in Deutschland, denke ich, vom Gedenken an den Zweiten Weltkrieg und die Shoah überlagert. Wie Sie gesagt haben, ist eben der Allerheiligentag, der 1. November, in Österreich der inoffizielle Trauertag auch für die Gefallenen. Und das ist seit dem Ende des Ersten Weltkriegs so. Kriegergedenkstätten sind auf fast jedem österreichischen Friedhof. Und in Österreich betreut mit dem Schwarzen Kreuz ein privater Verein die Anlagen und leistet eben damit wichtige humanitäre Arbeit. Wichtig ist den Gefallenen, ihr Gesicht und ihren Namen zurückzugeben. Das ist eine moralische Verpflichtung der Nachkriegsgeneration. Und heute dienen diese Kriegsgräberstätten in erster Linie als Mahnmal für den Frieden. Hier wird auch intensiv auf Jugendarbeit gesetzt. Die Gedenkkultur und auch der Fokus der Geschichtswissenschaft hat sich in den letzten 100 Jahren stark gewandelt. Von der Herausstellung und Heroisierung großer bekannter Generäle und Feldherren hin zu den einfachen Soldaten. Erst allmählich ab den 1980er Jahren, Stichwort Waldheim-Affäre, sind die Untersuchungen des Kriegsalltags und auch der Kriegserlebnisse von Frauen und Kindern ins Interesse gerückt. Die Erforschung von Kriegsfolgen wurde erst in den 1990er Jahren zum internationalen Thema. Hier hat das Boltzmann-Institut in Graz wirklich Pionierarbeit geleistet. Das Boltzmann-Institut wurde 1993 von Stefan Kahner zu diesem Thema gegründet. Heute leben viele Generationen, die selber nie einen Krieg erleben mussten. Und zunehmend gibt es auch keine Zeitzeugen mehr, die man befragen kann. Und vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie man vor allen Dingen der jüngeren Generation eigentlich vermitteln kann, wie grausam Krieg ist und wie wichtig es ist, alles zu tun, um Kriege zu vermeiden, dass wir hier keine Kriege erleben. Ich habe selbst als Geschichtelehrerin an einer Schule unterrichtet und finde, es ist immer ein guter Weg, den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, was ein Krieg vor über 100 Jahren mit mir zu tun hat. Welche Spuren hat er hinterlassen und was sehe und was spüre ich heute noch vom Krieg? Ein Aufhänger kann da zum Beispiel das Kriegerdenkmal im eigenen Ort sein. Oft wird das im Volksmund noch als Heldendenkmal bezeichnet. Hier kann man sich die Gestaltung, die Inschrift, die Aussage ansehen und zum Beispiel über die Problematik einer Heroisierung von Kriegen und Gewalt ganz im Allgemeinen sprechen. Ein anderer Anknüpfungspunkt können etwa historisch problematische Straßennamen sein. In Graz gibt es zum Beispiel eine Konrad-von-Hötzendorf-Straße. Lehrreich für heute ist auch der Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg. Er ist leider ein Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte.
Im schlimmsten Fall folgt nämlich auf einen Krieg ein zweiter oder weitere Kriege. Und davon zeugen ungelöste Konfliktherde weltweit, zum Beispiel aktuell die Situation in Bergkarabach. Und ganz besonders wichtig finde ich, der Jugend zu vermitteln, wie fragil Friede sein kann, wenn er nicht ausreichend gesichert wird. Und wie nachteilig es ist, wenn internationale Organisationen wie etwa der Völkerbund zahnlos sind. Die UNO, aber auch die Europäische Union sind aus den leidvollen Erfahrungen beider Weltkriege entstanden. Das westliche Europa kann heuer auf 75 Jahre Frieden zurückblicken. Wesentlich ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Das waren drei Fragen an die Historikerin Anna Steiner. Vielen Dank, Frau Magister Steiner, für Ihre Antworten. Dankeschön.